Werk ohne Autor. Große Kunst, historische Momente und packende Dramatik. Oscar-Preisträger Florian Henkel von Donnersmarck nimmt uns in seinem fesselnden Drama mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt durch drei Epochen deutscher Geschichte. Und erzählt dabei von Kurt Barnert, einem Künstler, der versucht, sein Leben in Bildern zu verarbeiten. Kurt ist jemand, der in den 30er Jahren im Dritten Reich aufwächst und auch durch den Krieg schwer traumatisiert wird, der eine schwierige Familienverhältnisse hat. Doch zum Glück kann er dank seiner Tante Elisabeth schon als kleiner Junge Zuflucht in der Kunst finden. Außerdem versucht sie ihm beizubringen, dass man immer mit offenen Augen durchs Leben gehen soll. Ich finde an der Beziehung zwischen ihr und Kurt merkt man, dass sie beide eine Faszination füreinander haben und eine ganz starke Liebe. Aber vor allem ist sie jemand, die ihn beeindruckt, vielleicht auch im Alter unter anderem, aber einfach eben genau das, was sie sagt, dass man nicht wegsehen soll. Also egal was, ob es jetzt schön ist tatsächlich oder ob es grausam ist, es hat es immer, solange es einen Wahrheitskern hat, eine Schönheit. Ein Zusammenhang, der für Kurt als Kind allerdings schwer zu begreifen ist. Vor allem als seine geliebte Tante wegen angeblicher Schizophrenie von Facharzt Professor Karl Seban zum Tode verurteilt wird. Das ist ein Mensch, der sich entschieden hat, Macht auszuüben, das zu leben und dementsprechend alles, was er nicht kontrollieren kann, abschneidet. Deshalb entwickelt er schon früh seine eigene Methode, um in solchen Situationen ihren Grundsätzen gerecht werden zu können. Er schaut durch die Finger hindurch und sieht es halt dadurch unscharf, was es in gewisser Hinsicht vielleicht ein bisschen erträglicher macht. Oder so dieses Hin- und Hergerissene zwischen Augen verschließen und aber da sein. Es ging hauptsächlich darum, bilde dir deinen eigenen Eindruck von der Wirklichkeit. Verlass dich nicht drauf, was andere Leute dir erzählen. Verlass dich nicht drauf, dass du schon weißt, was da ist. Leg einfach deine Vorurteile ab und sieh niemals weg und hör nie auf damit, dir irgendwie ein eigenes Bild zu machen, egal wie schmerzhaft es ist. Außerdem besucht er in späteren Jahren eine Akademie, um dort die Kunst des Malens zu studieren. Doch zunächst kann Kurt von seiner Begabung weder seinen Professor überzeugen, noch das auf die Leinwand bringen, was er eigentlich möchte. Der Kurt erzählt etwas über die Schönheit von Zahlen. Es geht eigentlich überhaupt um Schönheit. Und das interessiert den Band, diesen philosophischen Gedanken, der dahinter steckt. Den interessiert Van Verten und daraufhin will er die Kunst von ihm sehen und ist dann bitter enttäuscht. Die Rolle des Dozenten scheint Oliver Masucci jedenfalls sichtlich Spaß gemacht zu haben. Aber könnte sich der Schauspieler auch tatsächlich vorstellen, als Professor Kunst zu unterrichten? Also ich wäre, glaube ich, ein Astrophysikprofessor. Das ist Quantenmechanik oder Astrophysik, das würde mich interessieren. Und der Unterricht müsste sehr lustig sein, sodass er nachvollziehbar ist und die Leute Spaß daran haben sollen. Für Tom Schilling hingegen wäre eine berufliche Laufbahn als Künstler durchaus denkbar gewesen, allerdings mit ganz klaren stilistischen Vorstellungen. Als ich damals Maler werden wollte, war die Leipziger Schule total angesagt. Da wollten alle in Leipzig studieren und bei Neo Rauch lernen. Der hätte mich wahrscheinlich geprägt. Doch dank Professor Van Verten findet Kurt schließlich doch noch einen Weg, wie er seiner Kreativität auf der Leinwand freien Lauf lassen kann. Und er findet dabei unbewusst sogar eine völlig neue Kunstform. Eine Entwicklung, vor der auch Tom Schilling selbst großen Respekt hat. Es ist ein sehr komplizierter, esoterischer, innerlicher Prozess, herauszufinden, was man zum Beispiel malt, wie man das malt. Warum malt er genau dieses Foto? Er ist ja kein Wissender, er ist ja kein Faktenmensch, sondern er spürt das. Aber nicht nur in der Kunst, denn ein gutes Gefühl hat er ebenfalls, als er die bezaubernde Ellie kennen und lieben lernt. Was zunächst wie ein Happy End aussieht, könnte ihm aber schon bald zum Verhängnis werden. Denn Ellie ist ausgerechnet die Tochter von Professor Karl Seeband und der versucht deshalb schon bald das Glück der beiden mit aller Macht wieder zu zerstören. Bei der ersten Begegnung sagt er ihm gleich, dass er faciales Parese hat, also eine halbseitige Gesichtslähmung.
und dass da Abhilfe zu schaffen ist und solche Sachen. Also so funktioniert dieser Mann, jemand, der Intrigen spinnt, um sich selbst, die Kontrolle zu bewahren. Der denkt, das geht vielleicht ein paar Monate und dann ist das auch gut. Ich meine, das ist ja meine Tochter, also so doof kann die ja nicht sein. Also ich glaube, in dem Rahmen spielt sich das ab am Anfang, ja. Und dann merkt er, das wird doch irgendwie schwieriger und fährt immer härtere Geschütze auf, um diesen Menschen loszuwerden und raus wegzuekeln. Mit Werk ohne Autor ist Florian Henkel von Donnersmarck ein packendes Drama gelungen, mit aufwendigen Kulissen und ganz großen Gefühlen. Allerdings ohne das Wesentliche der Geschichte aus den Augen zu verlieren. Der Film war schon ein großer Kraftakt für alle, ja, weil wir mussten natürlich Dresden in seiner vollen Pracht erstmal wieder hinbauen. Ja. Dann mussten wir das Dresden vollkommen zerstören und ganz Deutschland zerstören gewissermaßen. Dann mussten wir die ganze Ruinenwelt zeigen und den ganzen Wiederaufbau. Und gleichzeitig mussten wir die unterschiedlichen Kunstbewegungen, die es in dieser Zeit gab, auch wieder erstehen lassen. Und mit einer Botschaft, die auch in der heutigen Zeit von großer Bedeutung ist. Ich sehe nicht weg. Werk ohne Autor. Jetzt im Kino.